Hey Leute, willkommen zurück im DLC von Elden Ring und wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt hier nicht in Eni-Elim vor dem letzten Boss, sondern ich wollte noch einen Kerker machen, den wir noch übersehen haben. Hätte ich jetzt auch alleine machen können, offline hier oder off-camera, aber ich habe gedacht, ich nehme euch jetzt hier mal mit. Und zwar hatte ich hier eine Gegend noch nicht abgesucht vom Bonnydorf über diese kleine Brücke hier. Also wenn man vom Leuchtfeuer nach rechts läuft, kann man hier drüber laufen und kommt dann hier in diesen Kerker. Wir sind ja vom Bonnydorf hier rüber gelaufen in Richtung Kathedrale und haben dieses kleine Gebiet da unten ausgelassen. Aber das holen wir jetzt nach. Nachdem hier wieder so viele Töpfe sind, denke ich mal, es gibt da wieder irgendwelche Aufzüge. Mir wurde auch schon gesagt, dass die Aufzüge teilweise nach oben und nach unten fahren. Also man sollte da einfach mal länger drauf stehen bleiben und mal gucken, wo die so hinfahren. Ach, da ist noch einer. Made, gefrorene Made. Und ich bin dann schon am Überlegen, wie ich jetzt den letzten Boss hier, den Radahn, besiegen werde. Ich habe von euch auch empfohlen gekriegt, den mit Dornen zu machen. Das ist anscheinend hier irgendwie im Moment so die Empfehlung überhaupt für diesen Boss. Dornen machen ja Magieschaden und Blutschaden, glaube ich. Aber die skalieren halt mit Glaube. Und da bin ich jetzt nicht so hoch gelevelt. Ich hoffe, das reicht aus. Hey. Oh, noch einer. So, gefrorene Made, Bolzen. Naja, bisher war die Ausbeute ja noch nicht so hoch. Die Tür ist wahrscheinlich zu. Nee, wie? Die können wir mal öffnen von einer Seite. Da bin ich ja jetzt überrascht. Irgendwie wenig zu holen hier im Moment. Kann sich ja vielleicht noch ändern. So. Okay, also hier unten kommen wir jetzt mal nicht weiter, sondern wir müssen wahrscheinlich hier auf irgendeinen Topf hüpfen. Möglichst ohne runterzufallen. Okay. Der fährt nach unten. Also wir warten jetzt mal. Keine Ahnung. Der fährt auch nach oben. Aber nirgends hin, wo man aussteigen könnte. Muss ich jetzt da runterhüpfen? Oh Gott. Ah, das geht sogar. Okay. Gut. Hier kann man einen Topf holen. Ah, da kann man wieder hochfahren. Okay, gut. Gut, gut, gut. So, dann schauen wir uns hier mal um. Ah, und ihr habt mir so viele andere Waffen vorgeschlagen, aber ich bleibe doch lieber bei meinem Schwert hier.
irgendeiner voraus, dass da hier, also hier irgendwelche scheinbaren Wände zu erwarten. Was zeugt von Optimismus? Oh! Noch jemand hier? Hinterhalt voraus? Ja, da haben wir schon fast gedacht. Oh. Okay. Ein schwerer gesprungener Tropf. Ich habe mich übrigens an so einem Feuerkorbriesen versucht. Bin kläglich gescheitert. Hatte ich aber auch mir diese schweren Ofentöpfe gebastelt. Ich hoffe. Ich komme mit dem hier weiter. Aber der fährt doch eigentlich nur da wieder hin, wo ich hergekommen bin, oder? Bin verwirrt. So. Gehen wir hier nochmal runter. Habe ich irgendwas übersehen? Nee, also hier unten ist ja irgendwie nichts. Naja. Gut, dann... Ich wüsste nicht. Hier kann ich auch nirgends hinspringen, oder? Oder ich habe irgendeinen Durchgang übersehen. Das ist jetzt komisch. Also hier war nichts. Aufzug, ja, genau. Weiß ich auch nicht. Ja, auch nix. Da runter irgendwie? Nee. Hä? Das ist irgendwie... Irgendwie komisch. Aber der fährt ja auch nirgends irgendwie so vorbei, wo man überspringen könnte, oder? Ja doch, bei dem anderen Topf hier, aber der... Also hier bin ich ja reingekommen, oder? Ja. Habe ich hier irgendeinen Durchgang übersehen? Spring voraus. Okay, gut. Da unten liegt auch was. Ja, dann habe ich diese blöde Kiste hier übersehen. Dann hüpfen wir da jetzt mal rein. Auch eine Rune.
Talisman suchen. Okay, dann gehen wir mal den Talisman suchen, wenn das die Mitstreiter so meinen. Gucken wir hier mal. Hallo? Kleine Ratte. Noch mehr Ratten, okay. Noch mehr Ratten. Aber ihr tut mir ja nichts. Hoffentlich. Schmiedestein. Kann ich auch gut brauchen. Weil ich habe jetzt doch viele Waffen gesammelt. Die ich dann gleich auch hochgerüstet habe oder aufgelevelt habe. Bis zum Maximum, weil... Oh. Dankeschön. Gott. Okay. Lieber Himmel. So. Born-Talisman der Tapferen. Ah, jetzt komme ich hier wieder raus. Könnte ich jetzt da runterspringen, aber ich glaube, ich gehe jetzt hier unten nochmal in die andere Richtung. Weil ich muss es sowieso hier runter, weil sonst geht es ja hier irgendwie nicht weiter. So. Gucken wir uns hier mal. Hier sind wir irgendwie runter. Kommen, oder? Gut. Dann schauen wir mal. Aha. Genau, hier waren wir ja. So. Wow. Ach du meine Güte. Das ist ja ekelig. Lass mich hier raus. Halt, nee. Oh Gott, und dann sind die auch noch. Schauen wir mal, was sie hierzu sagt. Ach. Krieg ich wenigstens mehr auf einmal. Nee. Du eine Bestienknochen. So. Oh, schon. Nee. Oh Gott. Ich nehme überhaupt keinen Schaden. Oh mein Gott. Schnell wieder die Fackel in die Hand, bevor hier die Ratten kommen. Oh, eine Rune. Na, supi. Müssen wir doch da hinten wieder hoch, oder? Oder der Gang? Achso, nee, da könnten wir vielleicht da unten und dann links. Hier lang. Uch. Hat sich ja noch einer von oben, oder? Mein Gott, wo sind wir denn hier? Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite von dem... Okay, wir hüpfen hier runter. An der Seite von dem Gitter. So, jetzt gucken wir mal, was hier so kreucht und fleucht. Töpfe ohne Ende.
Okay. Scherbe eines lebenden Gefäßes. Rune. Da oben liegt auch noch was. Guckt man denn dahin? Nee, für euch vergeude ich jetzt hier meine Zauber nicht. Ich glaube, ich muss den Talisman reintun, der meinen Mana wieder auffüllt hier. Oh, Kriegsasche, ja. Nice. Oh Gott, wie viel kommen denn hier von euch, kleinen Kriechern hier? Jetzt tue ich so lange rum, bis ich mich wieder verlaufen habe. Hier was drin? Nee, hier ist nur ekliges Zeug von oben. So. Da nehme ich an, kommt man nur von oben hin. Okay, so. Wahrscheinlich übersehe ich ja hier wieder die Hälfte. Wie immer. Ach. Ich muss dann nochmal durchlaufen. Den nicht. Den hier. Bringt zwar nicht viel, aber zumindest ein bisschen. Hier droppt sich wieder ekliges Zeug. Ja, die muss ich halt mit. Mit den Zaubern wegschnatzen. So. Runter? Nee. Manchmal gibt es ja da irgendwelche verborgenen Pfade. Hier geht's rein. Das ist immer so nah am Abgrund, da ist mir gar nicht so geheuer. Ugh. Wo kam der denn her? Hier aus der kleinen Zelle. Oh Gott. Das will. So. Aufmachen, wo immer das hinführt. Ja.
Da habe ich jetzt gerade einen Topf vorbeifahren sehen da draußen. Müssen wir mit dem weiterfahren wahrscheinlich. Aber wir sind ja hier noch gar nicht fertig zum Gucken. Das ist auch so ein Dungeon, wo man hier auf 17 Ebenen, die alle gleich ausschauen, irgendwie rumturnen muss. Hier ist nix. Silbernes Horn. Kann man auch gut brauchen. Ich habe nämlich jetzt erst letztens oder kürzlich einen Zauberstab gefarmt, der Dornenangriffe verstärkt. So, hier bin ich hergekommen. Okay. Und da habe ich hier auch die silbernen Hörner gut brauchen können. So, wir gehen jetzt hier raus, weil wir, glaube ich, hier fertig sind. Hochsuchen. Genau, jetzt gehen wir mal hier hin. Lass uns mal runter und mal hochfahren. Okay, also hier hin oder hoch. Wir gehen jetzt mal hoch. Okay. Immer gut umgucken hier. Helm der Nacht. Oh. Rüstung der Nacht. Sieht nach einer coolen Rüstung aus. Ach. Wieso kann ich den nicht anvisieren? Egal. Schild der Nacht. Sieht auch ziemlich cool aus. Verstärkt die Rüstung eigentlich irgendwas? Schauen wir mal. Vielleicht irgendwelche Zauber oder so irgendwie. Rüstung der Nacht. Hält den Trägern absolut lichtloser Dunkelheit gefangen. Okay. Okay. So, kommen wir jetzt hier wieder auf den Topf irgendwie? Oh je. Oh. Oh Gott. Okay. Oh, schon wieder ein Hinterhalt, oder? Packung voraus. Oh. Ah, falsch. Ah. Ja, das geht natürlich nicht, wenn ich die Fackel in der Hand habe. Das ist echt blöd. So. Oh, da ist schon ein Bossraum da hinten. Okay. Ich hoffe mal, dass ich nichts vergessen habe. Ja, ich hab... Ah.
Wahrscheinlich habe ich was vergessen. Aber das war jetzt hier so verschachtelt. Okay. Ist hier noch irgendwas drin? Nee. Oh! Ich bin zu blöd, um die zu treffen. Darf ja nicht wahr sein. Aber ich habe natürlich nicht mehr viel Mana. Okay. Egal, wir versuchen es trotzdem. Oh, hier ist ganz dunkel. Ich sehe nichts. Oh, shit. Oh, Gott. Oh, nein. Oh, der ist Gott sei Dank nicht so stark. Das war wieder so einer, der hier wirbelwindmäßig durchgerauscht ist. Oder normalerweise angreift. Aber der ging jetzt. Okay. Gut, dann gehe ich hier zum Eingang zurück und werde... wie sehe ich denn aus? Werde mein Loadout ein bisschen anpassen für den Radar. Ich hoffe ja, der kommt dann da, wo ich dann weitermachen möchte. Und wir sehen uns dann gleich vor dem Eingang oder in ihr, ihr Lieben, wieder. So, ich bin jetzt hier zurück in Enir Ilim und habe festgestellt, dass ich noch einen anderen Boss hier besiegen muss. Hier drin war nämlich die Leda gestanden. Mit der habe ich geredet und anscheinend muss ich die herausfordern. Also ich habe keine Ahnung. Kann hier jemanden, den Ansbach, kann ich mir holen? Ich war vorher mit einer völlig falschen Ausrüstung hier reingelaufen. Aber ich muss die, glaube ich, herausfordern, weil ich sonst nicht weiterkomme hier drin. Oder jedenfalls habe ich... Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Nightwedder, Dryleaf Dane and our ally will never allow this. Der Moor, das ist so ein Tank. Man kann sich mal hier mit meinem Telu abgeben. That forever. Oh. Wer denn jetzt hier? I am Anvi of the Pureblood Knights. I stand with blade aloft, blood of fire, for the dignity of my lord and master. Okay, ich kriege Hilfe. Nice. Righteous tarnished. It appears that our interests have aligned. A balm upon my soul it is that we do not meet today as enemies. Now, my blade. Watch closely. Ganz egal, wer hier die Schläge abkriegt, ist egal. Aber die sind alle sehr tanky hier. Wait a minute.
für einen Schaden machen? Lass mich mal hier irgendwie heilen. Die heilen sich auch. Oh, wir kriegen Leders Schwert. Okay. Boah, was für ein Kampf hier. Ich gehe in meine Welt zurück. Okay, dann kriegen wir hier noch irgendwie was. Moors Klangperle, Grünspan. Jetzt waren sie aber alle gegen mich. Grünspanrichtung. Irgendwie. Dahins Beinarbeit. Vielleicht habe ich hier irgendwas vermurkst, von wegen. Viel Glück voraus. Okay, ich bin jetzt etwas ratlos, weil ich dachte, wir kommen jetzt hier zum Radan. Ich habe ja gar keine Ahnung, wie, wo, was. Was ist mit dir hier? Righteous tarnished. Now I suppose this leaves, but in truth I cannot calm my quivering. Oh. Well, you needn't worry. It was you, wasn't it? Fear not. His Eminence was felled in an honorable duel. Besides, what right have I to complain? Righteous tarnished. We will have our victory. I swear upon my blood. Righteous tarnished. I swear. Okay, also kann ich den vielleicht, dann beschwören? Okay. Gut, ich bringe jetzt nochmal meine Seelen in Sicherheit. Das wollte ich eigentlich vorher schon machen und werde mir ein bisschen, mich ein bisschen vorbereiten und wir sehen uns dann gleich wieder. Okay, weil ihr mir ja hier für diesen Boss Dornenzauber ans Herz gelegt habt, werde ich es da mal damit versuchen. Hier könnten wir den Ansbach beschwören. Hat natürlich den Nachteil, dass der Radan dann wesentlich mehr Gesundheit hat. Ich versuche es jetzt erstmal so. Ich gehe hier mal rein. Beschwöre den My loyal blade, den Schmied and champion of the festival. Both your deeds will ever be praised in song. Now the vow will be honored and my lord brother's soul will return. So
so that he may be my consort. Also Varschel, sterbe ich schon nach 2 Sekunden hier? Ich habe ja keinerlei Abwehr. Ich hätte nicht vorher buffen sollen. Ach, okay. Oh mein Gott, das wird übel. Okay, aber das war ja vorauszusehen. Ich finde, die Dornen machen jetzt nicht so wahnsinnig viel Schaden. Ich hätte vielleicht mein Schild hier. Das. So, nachdem ich jetzt unzählige Versuche hier, naja gut, unzählig ist jetzt auch nicht, ich habe 2-3 Tage hier rumprobiert, habe verschiedene Angriffswaffen probiert, verschiedene Zauber, bin jetzt hier bei diesen mehrschichtigen Ringen des Lichts gelandet und nachdem mein guter Teilu, so tanky er auch ist, in der zweiten Phase immer schlapp gemacht hat, so schnell konnte ich den überhaupt nicht heilen, habe ich mir gedacht, was soll's, ich hole mir jetzt hier einfach Hilfe und habe 2 Gefährten quasi hier beschworen. Ich habe mir hier auch das Schild, das Fingerabdruckschild heißt das, glaube ich, geholt. Also diese Ringe des Lichts, die sind richtig cool und machen richtig viel Schaden. Also ich meine fast mehr als die Dornen. Die Dornen haben sie ja im letzten Patch genervt. Das heißt, sie haben ihren Schaden jetzt ein bisschen zurückgeschraubt. Was, ja, bedeutet, ich war ein paar Tage zu spät dran mit diesem Bosskampf hier. Sonst hätte ich vielleicht mit den Dornen ein bisschen mehr erreicht. Genau. Aber diese Ringe sind auch nicht schlecht. Die machen ihm auch Schaden, wenn er in der Luft ist. Ich habe am Anfang auch noch so Scharlachfäule-Töpfe eingesetzt. Das hat auch gut geholfen, noch zusätzlich. Aber da habe ich jetzt keine mehr. Und ich habe keine Lust gehabt, nochmal welche zusammenzubasteln. Aber meine Mitstreiter sind auch hier ziemlich tanky. Und den sollten wir schon klein kriegen. Ah. Gut, der eine hat sich jetzt hier aus Versehen greifen lassen.
Ja, mit diesem riesen Schild ist man halt ziemlich schwer und hat hier so eine Fat Roll, das ist der einzige Nachteil. Also rollen sollte man eigentlich nicht. Aber wir haben es hier geschafft. Wir haben den Gott bezwungen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier irgendwie weitergeht. Hier liegt irgendwie noch was. Ein Geste. Hier werden wir irgendwo hin teleportiert? Ich weiß es jetzt gar nicht. Bruder Fürst. Ach, das ist Mikela. Den muss ich doch jetzt nicht hoffentlich heiraten, oder? Weiß es nicht. Keine Ahnung. Mach aus der Welt einen sanfteren Ort. Ja, das hat man ja gemerkt. Hat ja nicht so geklappt irgendwie, oder? Hm. Okay. Kriege ich hier noch eine Krone? Und jetzt? Gut, Ort der Gnade haben wir hier auch, aber irgendwie... Keine Ahnung, was das jetzt hier? Ich weiß es nicht, geht es jetzt hier irgendwie noch weiter? Ich glaube nicht. Leute, ich werde mich jetzt hier mal irgendwie umhören oder mich umschauen, ob es hier irgendwo noch was gibt oder ob wir hier am Ende angekommen sind. Wir sind jetzt wirklich hier am Ende des DLCs angekommen, nachdem wir Radahn besiegt haben, also zumindest in der Hauptstory. Natürlich gibt es in der Welt noch ein bisschen was zu erledigen, noch ein paar große Gegner wegzuschnatzen, aber im Prinzip sind wir jetzt durch. Und das bedeutet auch, dass dieses Let's Play jetzt ein Ende gefunden hat. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr so lange jetzt hier durchgehalten habt. Mir hat der DLC jedenfalls wieder sehr viel Spaß gemacht, obwohl es am Anfang schon ziemlich hart war bei dem Schaden, den die Gegner hier ausgeteilt haben. Aber wenn man sich da mal so ein bisschen reingefuchst hat, dann war es wieder total cool, wie schon das Hauptspiel. Und ich kann den DLC wirklich nur jedem empfehlen, der das Hauptspiel auch gespielt hat. Vielleicht ist man hier als Magier ein bisschen schwächer auf der Brust, jedenfalls am Anfang. Es finden sich dann doch coole Spells, mit denen es sich dann doch ein bisschen leichter leben lässt. Jetzt muss ich mir nur überlegen, was ich als nächstes Let's Play angehen werde, aber ich habe einiges auf meiner Liste stehen, was ich gerne machen würde. Und ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Let's Play dann auch wieder reinschaut. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao!